Wenn du Indies laufen musst, Ryan, ich bin auch dabei. Nur so nebenbei. Was denn? Alles gut. Stop, ey, der Kippenautomat ist vielleicht. Achso. Alles gut, erzähl erstmal. Ist vielleicht 25 Meter bis 30 Meter weg, ne? Ja. Aber wenn ich wieder oben bin, ey, ich japs nach Luft, das geht gar nicht seit dem scheiß Corona. Ich hab die Schnauze voll, ey. No. Oh. Soll ich mich nun schnellstmöglich selbst an einen künstlichen Atomus versuchen? Für mein Wissen um die Alchemie ist unangenehm mangelhaft. Nein, wir sollten uns an die Experten wenden. Die Demir waren die Urheber dieser Methode. Also ist es nur naheliegend, sich Unterstützung in ihrer Heimat zu suchen. Außerdem freut sich Nidana ganz sicher über ein Wiedersehen. Wer ist Nidana? Danke für Weisung und Geduld. Richtet dem Rat der Philosophen bitte aus. Auch unsere tiefste Dankbarkeit aus. Wer ist Dana? Nachricht registriert. Vielen Dank für euren Besuch. Bitte beehrt uns bald wieder. Der Rest der Bibliothek steht euch jederzeit offen. Auf nach Daphnea, würde ich sagen. Ach, war das diese Elefantendame? Die so komisch verrückt war. Nidana, Nidana. Doch, müsste sie eigentlich sein. Auch bald, ne? Mhm. Habt ihr euch entschieden, was wir nun machen? Also ich bin immer noch für Vögelfarm. Ja, können wir gerne machen. Sofern du keine anderen Pläne hast. Miau, 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 miau. Oh Gott. So. Ah, Aidaria, Ishtola. Hat schon erwähnt, dass ihr an einem entsetzlich spannenden Projekt sitzt. Und ihr braucht meine Unterstützung, habe ich gehört. Aber bitte, unbedingt. Ich glaube, es wird dir gefallen. Hier, sieh dir dieses Buch an. Was haben wir denn hier? Das ist doch das Wappen der Demir. Aber dieses Buch ist mir noch nie untergekommen. Das dachte ich mir. Es scheint das einzige Exemplar zu sein und ruht bis vor kurzem im verbotenen Flügel des Dominons. Tolians größter Bibliothek. Dann haben wir es einfach mitgenommen. Was? Dieses Buch ist verboten? Sollte ich es dann überhaupt lesen? Ist das wirklich in Ordnung? Oje, oje. Aber das finde ich wohl nur heraus, wenn ich einen Blick riskiere. Ja. Genau. Niemand von uns hier war bewusst, dass die Demir früher solche Forschung betrieben haben. Du ahnst vermutlich schon, worum ich dich gleich bitten werde. Wir brauchen einen künstlichen Atommast und dafür deine Hilfe. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Selbstverständlich werde ich euch dabei aus Leibeskräften unterstützen. Wie könnte ich auch einem derartigen Unterfangen widerstehen? Es hat schließlich selbst die Gelehrten und Weisen Schalayans derart tief erschüttert, dass sie dieses Werk all die Jahre lang verborgen hielten. Nidana, wir verstehen uns. Wo mich die Neugier ohnehin schon gepackt hat, wofür braucht ihr denn den künstlichen Atomus denn, wenn ich fragen darf? Die Schatzkammer von Alsdal gibt es also tatsächlich. Du liebe Güte, so viele Geheimnisse, die mir heute enthüllt werden. Aber wenn wir das Portal mit einem Atomus-Marionette weiten wollen, werde ich nicht umhinkommen, es mir zunächst mit eigenen Augen anzusehen. Auch wenn mir der Gedanke da schon einen Schauer über den Rüssel jagt. Dann kommst du doch gleich mit mir mit, Nidana. Ich wollte ohnehin in die Ruinen zurückkehren, um diverse Vorbereitungen zu treffen. Wo wir schon davon sprechen. Dazu baue ich astral-aspektives Wasser. Rohaquamarin und ein Wasserkristall des höchsten Reinheitsgrades. Das Aquamarin und den Wasserkristall habe ich mir bereits in Altschalayan besorgt. Dürfte ich dich vielleicht mit der Beschaffung des Wassers beauftragen? Ah, da empfiehlt sich die Maya-Quelle. Seine Wasser werden
magische Kräfte zugeschrieben. Vor langer Zeit diente es als Übungsstätte für angehende Zauberwirker. Während du das Wasser holen gehst, werde ich Vytra um seine Anwesenheit bitten. Schließlich lässt sich das Siegel nicht ohne ihn öffnen. Ich schicke dich wirklich nur ungern auf einen Botengang, aber du nimmst es mir nicht übel, oder? Treffen wir uns wieder hier, wenn alles erledigt ist. Yay, Botengang! Ob ich da Lust drauf habe? Felsen. Ich nehme gleich an, ich bin in der Sequenz. Ja, ich habe dir noch, wohl weiß ich, keine geschickt, weil ich gesehen habe, dass du in der Sequenz bist. Mhm. Ich wollte dich nie unter Druck setzen. Nein, alles gut. Sag mir jetzt Bescheid, soweit du raus bist. Mhm. Jetzt. Okay. Ich mach ja schon. Ja, das war die Sequenz, wo ich hier in dieser komischen Bibliothek ankomme, unten. Ach so. Wegen dem komischen Buch. Ach so. Also ich habe den Weißlaner und den Rotlaner. Ich brauche die Bosse. Steht da bei welchen? Also warte mal, kann ich selbst nachgucken. Weißlaner? Okay, du hast auf jeden Fall Bismarck. Und den Rotlaner war das, ne? Ja. Okay, also Bismarck und Ravanna brauchen wir nicht mehr. Nice. Bismarck ist nämlich jetzt. Huch, ich werde von irgendwas angegriffen. 5 Level unter mir ist. Das heißt, wir brauchen Tordan immer noch. Wir brauchen Sephiroth. Wir brauchen Nitok. Wir brauchen Sophia. Und wir brauchen Zorvan. Was gibt's da mehr als Pferde? Ja, ein mehr, oder? Doch, einer mehr müsste es sein. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Einer mehr. Okay. Vögel sind 7. Ah, okay. Und Morlon, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Was gab's bei euch? Und wie war euer Stream? Ah, Final Fantasy, natürlich. Was frage ich? Was frage ich denn? Spielen. Nein! Oh Gott. Ich gehe mal von aus, ihr habt euch auch um den Patch gekümmert. Habt ihr ihn durchgespielt? Wenn ihr ihn gespielt habt. Wie weit seid ihr gekommen? Ich bin zu blöd, um Spee einzugeben. Maya-Quell, Hallöchen. So, ich gebe einmal noch ganz kurz die Quest ab, ne? Wenn das... Oh. Ja, mach. Nein, ich will nicht die Kutsche haben. Oh Gott. Wo ist sie? Bitte, bitte alles, aber nicht die Kutsche. Die ist so allumfassend. Oh. Expert P1 bis 3 gelegt. Bisschen Endsängerin exkübt. Ah, okay. Ja, Endsängerin habe ich bisher noch freigeschaltet. Wir wollen auf jeden Fall gleich Vögelchenfarm gehen. Für die gute Mappa. Weil Kitty und ich haben jetzt schon unsere Vögelchen. Also gut, ich ja schon länger. Aber Mappa braucht noch. Deswegen so ein bisschen Gillenkram jetzt. Wir haben noch 2 Quests vom Patch offen. Ja, Ali Raid hatten wir vorhin gemacht, den neuen. Und ja. Wir waren schon Vögel, Mappa ist noch mittendrin. Ja, wir waren schon Vögeln. Genau. Bei einer 15 Stunden werde ich nun mal Buhu machen. Oh je. Ja, ich glaube, bei mir kommt es auch auf die... bei mir wird es auch noch ein bisschen dauern hier. Aber dann ruh dich schön aus. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Und ja. Dank, dass du da warst. Und schlaf schön. Und eine schöne Restwoche. Und alles andere. Hast du das Aspekt? Wo ist denn? Ja, das auch noch. Weiß man sich bis dahin nicht verliest. Hast du das aspektierte Wasser bei dir? Jo. Hier, guck mal. Mach mal Luki.
Ja, das ist mehr als genug. Ich danke dir. Ja, Frömmigkeit, unbeugsam, Schnelligkeit, Zaubertempo. Komm, ich nehme Frömmigkeit, da kann ich das für meinen anderen benutzen. Ihr habt ja auch so eine komische Münze gekriegt. Was für eine Münze? Aglaia-Münze, also aus dem Ali-Red. Ja, ja, hab ich. Kann man die nachher auch irgendwo eintauschen dann wieder, oder was? Bestimmt. Ach, die? Ja, wahrscheinlich. Ich dachte erst, das wäre ein Brot. Ich hätte mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass ich da sowas drin habe. Nee, weil wegen, mein Essen ist ausgelaufen, wollte ich jetzt nachschmeißen. Ich denke, was ist das denn? Habe ich da jetzt Brot? Nee, stand da Münze. Hm. Okay. Irgendein Favorit, mit dem wir anfangen sollen? Nö. Oder einfach von oben nach unten? Ja. Ich habe keine Ahnung, mir ist wurscht. Weil... Ja, von oben nach unten. Okay, dann fangen wir mit Tordan an. Okay. Ich habe sowieso keine Ahnung mehr, wie die alle laufen. Tordan ist easy. Tordan hatten wir ja schon. Immer feste drauf. Alle bereit? Jawohl. Ich einfach schlafen, ja. Okay. Achso, ich gieß mir einmal noch kurz was zu trinken ein. Ein Schaller, ja. Grundlande. Jetzt habe ich schon 3 Adler. Mhm. Mit Glück hast du vielleicht bald den nächsten. Also. Ui. Bereit für Nidhogg? Nidhogg. Ich gehe noch schnell auf Toilette. Bin okay. In 2 Sekunden wieder da. 1, 2, 3. Haha. Hallo, Hybrid. Und dann kann ich zumindest die eine Quest hier schon mal annehmen. Auf dem Weg zum Mega-Duta-Tempel ist mir Estinien begegnet. Also habe ich ihn kurzerhand mit hierher gebracht. Denn Lenze dürfte sich jetzt nützlich erweisen. Die Ferkel, ey. Und damit sind auch alle Vorbereitungen abgeschlossen. Hinab in die Ruinen. Also brauchen wir schon wieder ein Boot, oder nicht? Um dieses Detail habe ich mich bereits gekümmert. In Akjali erwartet uns ein Schiff. Hab Dank, Vytra. Das hättet ihr nicht tun müssen und das weiß ich sehr zu schätzen. Dann wollen wir keine weitere Zeit verlieren. Da, 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 da. Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Yay, ein bisschen auf Story weitermachen. Sind ja nur noch 3 Quests? 2 Quests? Wie viele Quests? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 Quests nur noch. Ich glaube, dann habe ich noch 3. Ich habe noch 2. Ich stehe mit Ishtola nämlich gerade hier in der Bibliothek. Ja. Yeah. Ja. Ihr könnt kurz noch eure Finger ausruhen. Ich lese noch mal kurz ein bisschen. Ja. Zu wem müssen wir denn jetzt? So nebenbei gefragt. Nidhogg. Wir machen als nächstes Nidhogg. Der ist cool. Oh, Drachen töten. Mhm. Magistrat, das Schiff ist bereit zum Ablegen. Ich danke dir. Oh, ich bin ganz aufgeregt und nervös, aber vor allem aufgeregt. Sobald ihr bereit seid, stechen wir in See. Ja, stechen wir in See. Hab die Hoffnung, dass ich es halt trotzdem noch durchkriege irgendwie. Ich möchte diesen coolen Boss nochmal machen. Ich wusste ja, dass die Ruinen auf dem Meeresgrund spektakulär. Ihr hättet uns ruhig früher davon erzählen können, Magistrat. Nun. Hätte ich wohl. Verzeiht. Es ist ein gefährliches Geheimnis, also hütete ich es mit besonderer Strenge.
Was genau soll das werden? Es gibt da etwas, das ich prüfen möchte. Laut Noahs Erben kann man sich durchaus eine Weile im 13. Splitter aufhalten, ohne selbst zu einer Kreatur des Nichts zu werden. Erleidet man allerdings eine Verletzung, durch die der Körper eigene Äther aus dem Gleichgewicht kommt, oder verbleibt man dort zu lange, steigt die Gefahr einer Verwandlung. Grahatia meinte, dass ein Seelenwächter davor schützen sollte. Aber diese Theorie muss belegt werden, ehe wir uns in die Welt des Nichts wagen. Ein Experiment also. In der Tat. Und wie werden wir den Seelenwächter wohl diesmal auf Herz und Nieren prüfen? Sag bloß, du hast Ishtola nicht zugehört. Du passt nicht durch das Portal. Das ist wahr. Daher wirst du diesmal einem Familiar den Vortritt lassen müssen. Wir wissen, dass ein niederrangiger Nichtsgesandter wie ein Imp durch eine Spalte wie diese passt. Familiare sind nicht viel größer oder komplexer. Sie sollten ebenfalls passieren können. Ach, ich hatte wirklich gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Aber drastische Vorhaben erfordern drastische Maßnahmen. Bei den Göttern. Welches Monstrum zaubert sie denn jetzt herbei? Es fließen die Fluten. Es wogen die Wasser. Es flüstern die Flüsse. Es murmeln die Meere. Es blubbern! Die Blubbern! Allen Göttern. Ishtola, das war absolut entzückend. Müssen einem Imp entsprechen, um durch das Portal reisen zu können. Klein, mit einer schwachen Äthersignatur. Diese Nixchen hier erfüllen die Voraussetzungen vollkommen. Deswegen griff ich auf einen Zauber aus meinen Kindertagen zurück. Glaubt mir, ich hätte auch lieber eine andere Formel benutzt. Schicken wir die beiden also in den 13. Splitter. Eines der Nixchen wird einen Seelenwächter bei sich tragen. So haben wir einen direkten Vergleich zwischen geschütztem und ungeschütztem Familiar, um die Wirkung des Amuletts zu testen. Dürfte ich um das Portal bitten, verehrter Vritra? Nun gut. Ich will sie auch haben. Solange es offen steht, könnten Nichtsgesandte in unsere Welt eindringen. Estinien, bitte bleib bei Nidana und beschütze sie. Hm? Oh ja, sicher. Und du, halte dich bitte auch bereit.
du recht. Fangen wir an. Geht, meine Nixchen. Diese Musik dazu, ey. Ohne Witz, nach der Aktion, ich kann die Stola nicht mehr ernst nehmen. Ohne Witz. Nein, Cindy kommt nicht, oder? Ich meine, ich weiß mal. Okay. Wenn sie als Q ist, nein. Du bist doch schon wieder da an dem Ort von dem Raid, den wir hatten. Von der Indie. Nee, da bin ich noch nicht. Nee, ich bin vor dir. Ja. So, erstmal so. Ist nicht schlimm. Wird gesprochen? Darfst du. Ich finde das immer nur niedlich, wie aufgeregt der Elefant ist. Hm. Ah, es wird gesprochen, okay. Nixchen, kehr zu mir zurück. Du warst ein sehr tapferes Tröpfchen. Willkommen zu Hause. Ach je, das arme Ding. Es ist mehr Nichtswesen als familiar. Die Wesen des Nichts. Ich werde das Siegel wieder in Kraft setzen. Auf Geheiß Al-Sadals des Dritten. Schwarzer Schlund. Schließe dich. Nun ist mir zumindest klar, wieso ihr dieses Geheimnis so streng gehütet habt. Die Frage kommt mir fast überflüssig vor, aber wie lief das Experiment? Der Äther des Nixchens ohne den Seelenwächter wurde schon stark beschädigt. Wie Nidana bereits sagte, es wird zum Nichtswesen. Unser geschütztes Exemplar ist allerdings stabil. Danke, meine Lieben. Und nun ruht euch ordentlich aus.
Also hatte Grahatir mit seiner Vermutung recht? So scheint es. Allerdings weist der Seelenwächter Verschleißspuren auf. Ursprünglich wurde dieses Amulett zum Schutz vor der Besessenheit erdacht. Doch die Art der Ätherwellen, die von Anima ausgingen, ist nur eine von vielen. Um die korrumpierende Kraft des 13. Splitters zuverlässig abzuwehren, werden wir einige komplexe Anpassungen vornehmen müssen. Verstehe. Aber kannst du mir mehr über die Nichtswelt erzählen? Mir fehlt jegliche Vorstellung davon, muss ich zugeben. Aber sicher, lass mich erläutern. Eine Flut der Dunkelheit wusch über die 13. Splitterwelt und hinterließ eine immense Leere, das Nichts, wie wir es nennen. Emet Selch zufolge ist diese Zerstörung das Ergebnis einer missglückten Vereinigung der Welten seitens der Ashians. Und selbst sie gaben den Splitter danach auf. Das deckt sich auch mit der Aussage Unukalhais, einer unsterblichen Seele aus eben dieser Welt. Er stand uns einst gegen die Kriegstriade zur Seite. Im 13. Splitter hatte man eine Methode entwickelt, mit der die Kraft von Primae in Aurazit gebündelt werden konnte. Die Helden dieser Welt verfielen dieser Macht und verwandelten sich in Kreaturen des Nichts, die von einer endlosen Gier nach Äther getrieben werden. Nur das Licht hätte diese Flut der Dunkelheit aufhalten können, doch zu dem Zeitpunkt war es bereits zu schwach dafür. Aber sag, du bist doch mit Noahs Erben im 13. Splitter gewesen. Was waren deine Eindrücke? Eine von Dunkelheit umfangene Welt, in der keine Sonne scheint und alle Kreaturen von der Gier nach Äther getrieben sind. Ein wahrhaftiges Nichts also. In der Tat. Deswegen bitte ich euch so eindringlich, von diesem Vorhaben abzulassen. Aber es geht um so viel mehr. Die Reise in den 13. Splitter ist nur der erste Schritt. Sie öffnet Tür und Tor zu allen anderen Welten und damit zu den größten Geheimnissen unseres Universums. Bevor wir aber überhaupt an diesen ersten Schritt denken können, muss der Seelenwächter angepasst werden. Dann mache ich mich meinerseits sofort an die Synthese eines künstlichen Atomos. Allerdings gibt es in Demis Werk keinerlei Schriften dazu. Dürfte ich wohl Zugang zu den Archiven im Megaduta-Tempel erhalten, Magistrat? Ehrenwerter Magistrat? Ja, selbstverständlich. Ich werde es sofort nach meiner Rückkehr einrichten lassen. Dann will ich umgehend aufbrechen. Yay! Ich hab's mal durch. Yay! 8. Diese und dann noch eine andere, ne? Oder ist das die letzte? Warte, ich guck mal selbst nach.
Das ist Herrscherspflicht. Abgeschlossen. Dein Diktator. Das Herrscherspflicht ist die letzte. Ah, okay. Okay. Seid ihr beide bereit? Warte, ich switch auf. Jetzt bin ich bereit. Mappa? Hörst du mich? Jetzt hört dich wieder. Ja. Okay. Ja, ich bin bereit. Okay. Laufen denn für Leute rum? Liegt da einer rum, der hieß Fatty McFett? Fatty McFett! Fatty McFett! Okay. Ja, diese Musik. Okay, die Sequenz habe ich wohl noch nicht gesehen. Müsstest du eigentlich zumindest irgendwann, oder ist das, wenn du das auf Experte machst, anders? Also auf. Ja. Hier kriegst du auch die Nitox-Waffe. Ja. Oh, die Musik, oh nein! Oh ja, wartet kurz. Ach ja, stimmt. Ich habe einfach meinen Buff gedrückt. Es tut mir doch so. Ein Taschentuch! Die Musik ist ganz schnell vorbei, keine Angst. Okay, wir können. Gott, warum gucke ich dem eigentlich so auf die Brust? Neue Projekte starten. Ja! Archie. Jetzt hat die Musik ein Ende. Gleich. Jetzt. Gesundheit. Lass mich anvisieren. Vor allem, die ganze Zeit auch so, bitte, lass mich anvisieren, lass mich anvisieren, lass mich anvisieren. Huch. Wow. Was ist im Auge? Ach, das war's schon. Ja, das war's schon. Oh, nö. Wartet, ich will mir einmal kurz die Waffe angucken. Ich hab von Nitok noch nicht mal den Erfolg gehabt. Oh, dann warst du jetzt das erste Mal drin. Okay. Dann muss ich mir das Video angucken, tut mir leid. Hast du Zeit? Ach, schon zu Ende. Toll, aber war das... Aber war das nicht eigentlich für die Hauptquest, Hauptstory erforderlich? Ja, nee. Ja, aber nicht auf Zenith. Ja, nicht auf schwer. Nicht im Lied. Ah! Du bist halt noch nie auf schwer gelaufen. Nee. Das, was ich nie musste, habe ich auch nicht auf schwer gemacht. Ja, das heißt, bei den ganzen anderen Bossen wirst du jetzt erstmal noch die Sequenzen dann haben. Okay. Aber Nitok ist so. Also der Adler von Nitok ist schön. Ja, aber die Musik ist grausam. Die ist wunderschön.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin gleich fertig. Jetzt. Okay. Ja klar, komm auf mich zu. Nimm doch die anderen, die sind viel saftiger als ich. Und denen ist viel mehr dran. Na gut, außer dem Lala. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war ja wohl hoch 10 gelogen. Ja, irgendwie muss ich doch dazu kriegen, dass er nicht mich isst. Ich dachte, ich kann ihn überreden, dass er die Abkro abgibt. Bei dir hat er ja relativ schnell gedroppt, Kitty. Ja. Ich glaube beim ersten oder beim zweiten? Also beim zweiten. Sein Nitok. Aber ich habe zwei Hordentote. Hab ich das schon einmal? Mal gucken. Ach, Ryan meinte, ich habe wieder schnell was ganz Verrücktes heute verpasst. Darf ich fragen, was? Glocken-Hybrid. Glocken. Die hast du verpasst. Ja. und Möpse. Und Möpse. Glocken und Möpse. Nein! Leute, ich habe noch nicht getanzt. Hilfe, Leute. Wir machen weniger Schaden. Ich habe bloß meine Balladen angeschmissen. Ich kann doch nicht so schnell. Ballade ist aber ein Angriff. Oh. Ja. Das macht er im Hintergrund. Hey. Ja, Frutus war kurz da. Also einmal war er stumm da, beziehungsweise hat nichts gehört. Da habe ich kurz ein bisschen geschrieben. Und gegen Ende war er dann da. Aber nicht lange, leider. Aber er war da. Deswegen Glocken. Ja, und Ryan hast du verpasst. Das natürlich auch. Aber vor allem Glocken. Glocken, Alter. Möpse und flüssige braune du Sachen. Du musst im Discord gucken, ganz wichtig, deine Meinung. Ja, das auch. Das, was Papa sagt. Und das dreimal mehr. Oh, das hast du schön gesagt. Ja, ja, nachdem ich den Lala verfüttern wollte, dachte ich, ich mach's wieder gut. Was? Ja, ich wollte dich noch an Nito komfortieren. So ist das also, ja? Du verfütterst deine Mutter? Ja, ich weiß. Ich bin grausam. Huch, und ich renne auch noch rein. Na, halb rein. Das ist schwer zu ertragen, weißt du das? Ich weiß. Ich will das Deck nicht wieder alleine nehmen. Ach, da bin ich denn gut genug. Da kommst du zu mir gerannt, wa? Ja. Oh, schon wieder ein Totem. Da hast du einen Pfeife. Das ist der Vogel.
beim dritten Mal. Le Vogel. Le Vogel. Juhu, dann kann ich kurz die Quest weitermachen. Die letzte. Ja, Brutus war wegen der Glocken da. Unter anderem. Er kam nur ungünstig, sagen wir so. ja. Okay, dann mache ich jetzt kurz die letzte Quest ein bisschen weiter. Dann können wir den nächsten Vogel noch probieren. Wollte Ryan sich nicht ein bisschen belegen? Eigentlich ja. Huch, ich muss einmal lesen. Hat sie wohl vergessen. Wenn Idana mit dem künstlichen Atomos Erfolg hat, ist die Reise in den 13. Splitter zum Greifen nah. Was ist mit dir? Du hast uns zwar bislang begleitet, aber wie sehen deine Pläne für die nähere Zukunft aus, Istinien? Gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich keine große Lust, mich in eine andere Welt herumzutreiben. In einer anderen Welt herumzutreiben. Aber es gibt da noch einen Ort, den ich mir ansehen will. Sprechen wir später darüber. Mysteriös für eh und je, der Gute. Wobei ich in dieser Hinsicht wahrlich nicht besser bin. Nun gut, nutzen wir die Zeit bis zur Fertigstellung des Atomos und bereiten uns auf die Welt des Nichts vor. Unser kleines Experiment hat bewiesen, dass die Seelenwächter durchaus zuverlässiger Schutz bieten. Allerdings zeigte er bereits nach dem kurzen Aufenthalt in der Welt des Nichts eine geringe, aber dennoch nicht zu verleugnende Minderung seiner Wirkung. Er muss robuster gemacht werden. Demirs Werk versteht sich zwar auf den alchemistischen Aspekt des Talismans, wenn es um die Stärkung seiner Struktur geht, sollten wir uns doch an andere wenden. Klingt, als bräuchten wir dafür die Techniken der alten Alaga, glaube ich. Hoffe ich. Lieber nicht. Sonst verwandelt sich der Seelenwächter am Ende in eine schwebende Kugel, die uns mit passiv-aggressiven Kommentaren malträtiert. Nein, ich denke, wir sollten... Ach, ja, gut. Ich denke, wir sollten die Galo mit Teilwerk um Hilfe bitten. Wer ein Raumschiff optimieren kann, für den sollten die Äther-Talisman das Reisen-Kinderspiel sein. Sid war außerdem mit dir und Raha selbst schon in der Welt des Nichts. Ihr wisst aus erster Hand, womit wir es zu tun haben. Deswegen denke ich, dass er und sein Metallwerk genau die richtigen für diesen Auftrag sind. Lass uns nach Raigas Wacht gehen und dort mit Sids Angestellten sprechen. Da, 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 da. Ich will's nicht schon bald durchhaben. Ich will weitermachen. Gib mir den nächsten Patch, bitte. Ohne Witz, ich will weitermachen. Ja, was schaffen wir hier? Ich muss die Aliquest-Reihe da gleich noch weitermachen, wenn ich jetzt schon mal in Reihe gewacht bin. Mach ich aber nach der Story. Ah, Aidaria, nicht wahr? Was dürfen die Galo-Metallwerke für euch tun? Wir müssen mit Zed sprechen. Ließe sich das irgendwie einrichten? Mit dem Chef, aber sicher, doch nur ein kleines Momentchen. Mhm.